Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Hogwarts. Und wie ihr seht, bin ich schon drin und schaue mir die Aufträge an. Und ich würde jetzt ganz gerne wissen, wer steckt hinter den ganzen Demiguys, die überall hingetan werden. Wir haben eine Eule bekommen und sprechen jetzt mit Piers Pemberton, der irgendwas damit zu tun hat. Ach so, können wir direkt gucken, wo da sitzt, der gute Mann. Auf der Welt gerade, ist ein bisschen weiter weg. Dort. Im Eberkopf. Ah, Hogsmeade auf jeden Fall. In Hogsmeade. Huch, Karte von Hogsmeade. So, da ist er. Ja, wir treffen ihn auf jeden Fall da drin. In den drei Besen. Gut, lassen wir mal hineiern. Ist schon ein bisschen wehr. Ich muss mal hier so eine Lutschtablette nehmen für meinen Hals. Der mag das gerne. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? So. Da steht er an der Wand. Demigeist-Statuen zu entfernen. Okay. Verzeihung, Sir. Zu den seltsamen Demigeist-Statuen, die ich gesehen habe. Was? Wer sind Sie? Warum fragen Sie? Ich finde Sie faszinierend. Sie sind recht clever. Dankeschön. Darin steckt viel handwerkliches Geschick und Sorgfalt, nehme ich an. Also sind Sie von Ihnen? Ich? Ja, schon. Damit wollte ich diesem armseligen Trampel Moon einen Hauch des Leides bereiten, das er mir vor Jahren zugefügt hat. Was? Und Sie haben sie wieder entwendet. Genau. Auf Bitte von Mr. Moon. Ich habe Ihre Eule erhalten. Auf Ihrem Briefpapier. Nun ja, es passt zu Moon, sich von Schülern helfen zu lassen. Zu feige, um es selbst zu tun. Was? Hat sich kein bisschen verändert. Selbst in der Schule war er ein feiger Tyrann. Er gab mir einen fiesen Spitznamen, den ich nicht wiederhole. Ich war froh, als er die Schule verließ und aus meinem Leben verschwand. Doch dann sah ich ihn wieder in Hogsmeade. Das war zu viel. Auch wenn es mich mit Genugtuung erfüllt, dass aus ihm bloß ein einfacher Hausmeister geworden ist. Naja. Mr. Moon tut so viel für die Schule. Und er hat mich viel gelehrt. Er hat Angst vor diesen Statuen. Ich weiß, Sie hätten sein Gesicht sehen sollen, als der Irrwicht erschienen ist. Unbezahlbar. Da wusste ich, was zu tun ist. Ich wollte ihn einfach nie wiedersehen. Also habe ich ihm einen Irrwicht vor die Nase gesetzt, um seine größte Angst herauszufinden. Dann habe ich die Demigeist-Statuen erschaffen, um ihn in die Schranken zu weisen. Die Monde sollten auf seinen Namen anspielen. Das hat wunderbar funktioniert, bis Sie anfingen, die Statuen zu beseitigen. Na, pass mal auf, Sie sind nicht besser als Mr. Moon. Die Statuen sind eine Art Schikane. Sie sind nicht besser als er. Vielleicht sollten Sie beide aufhören. Ach, da ist was dran. Wenn er sich so vor Ihnen gegraut hat, wie Sie sagen, hat er seine Lektion vielleicht gelernt. Ah, war easy. So, mit Mr. Moon nochmal reden. Gut. Nein. Kann ich da hinreisen? Was ist das denn hier? Descendium für Süßes, okay. Mal gucken, wie viele Quests wir heute schaffen. Heute würden wir schon was abarbeiten, bevor wir dann in der Hauptstory was weitermachen. Haben Sie jetzt vor? Weil ich finde, wenn man die Hauptstory... Er ist besorgt. Sebastian habe ihr versprochen, dass ich da sein würde, wenn sie sich mit ihm in der Katakombe trifft. Aber jetzt bittet er sie, sofort mitzukommen, und zwar allein. Sie sagt, er klinge nicht wie er selbst. Wir treffen uns in der Katakombe, sobald es möglich ist. Ich hoffe, mein Federkiel hat meine Botschaft klar ausgedrückt. Oh nein. Mist. Leviosa. Revelio. Da bleibt der Rambuch rum. Akio. Und hier ist noch ein... So, den fliegen wir auch mal kurz hinterher. Revelio. Da ist er. Wozu? Also wenn wir schon den sehen, dann lass uns den Schrank doch auch gleich machen.
Ja. So. Haute Marqué. Das ist doch der DJ von den Fanta 4. Darum kann man noch Feuer machen. Arresto Momento. Entschuldigung, den mal nicht. Super. Revelio. Okay, dann erstmal schon zu Herrn. Zu Herrn Moon. Hä? Bin ich gerade irgendwie weggelaufen? Achso. Kannst du einen anderen Weg laufen? Was zeigt mir für einen Weg dahin? Guck mal, dass ich immer weiter weglaufe von ihm. Achso, ich soll den Weg laufen. Na gut, machen wir das. Wenn er so will. Revelio. Aha. Lumos. Ich glaube, ich habe gesehen, wo du hin sollst. Noch eine Auswahl für Sie. Den ich irgendwo gesehen, den Spiegel? Oder weiter hier oben? Okay, hier war es nicht. Gut, aber hier können wir jetzt mit Moon reden. Mr. Moon, ich weiß jetzt, wer hinter den Demigeist-Statuen steckt. Es war ein Klassenkamerad, den Sie schikaniert haben. Pierce Pemberton. Oh, ich hätte es wissen sollen. Zöpfchen Pierce. Ich glaube, er wird nicht gern so genannt. Natürlich wird er das. Oh, er hatte so volle Locken. Wir haben immer über sie gelacht. Ich wohl am lautesten. Ein cleverer Mann. Ich wusste nicht, dass er so verschlagen ist. Ich sollte ihm gratulieren. Die übrigen Statuen machen mir weniger Angst. Jetzt, wo ich weiß, dass sie vom alten Zöpfchen aufgestellt wurden. Sammeln Sie sie ruhig weiter, wenn Sie wollen. Ich werde meinem alten Freund einen Besuch abstatten. Okay. Super. Ja, okay. Revelio. Können jetzt überall rein eigentlich, ne? Wir können auch diese Türen öffnen. Okay, ist so eine einfache Tür. Revelio. Ich höre sie mit Löckchen da, aber wo ist das? Hier nicht. Den Schrank schon auf? I don't know. Wunderbar, einfach wunderbar. Ich habe den Schulleiter noch nie so königlich. Wenn ich es mir recht überlege, dann ist es doch seine Art, nicht wahr? Scrooges Herr ist in der Tat königlich. Kopflose nicht. Es macht dir doch nichts aus, mal meine zu wischen, oder? Da ist er. Hä? Ja, ja, natürlich. Es ist nur so, dass es im Laufe der Jahre immer wieder versucht gab. Ist doch runtergeflogen, ne? Stauben. Doch niemand machte sich je die Mühe, dies so ordentlich zu machen. Ach, hier. Scrooge tut es sehr, dass er sich um sie kümmert. Und sie so
Hier unten war doch der Schrank, dann ist das Ding ja, doch da runter. Ja, schon gut, du musst dich so dick auftragen. Alles da. Gut. Und alles von Helena und dem fetten Mönch. Aber ich bin... Na komm, flieg über das Schlösschen. Thomas und Niklas. Fast kopflos und auch fast verstaut. So. Halten wir uns damit nicht auf. Scrub. Ja, nichts dagegen. Die Verwandten von Scope wurden von Familie Black geköpft, Sir. Sagst du das, um mich zu ärgern? Okay, hier nochmal gucken. Was ist das denn da? Spinne hat 8 Beine, oben ist eine 5 und 13, also müssen wir also 0 haben. Das heißt, hier unten diese komische Eule, ne? Und die Eule bei dem. Das Viech, ne? Genau. Und das zweite soll sein, das ergibt 3 und 2 sind 5, also brauchen wir die 9. Die 9 ist das Ding, ist die 9-köpfige Hydra. Da. Müsste jetzt passen. Gut. Sehr gut, sehr gut. Revelio. Hallo. Geht mal überall hier rein. Ich geh jetzt mal kurz durch, was wir hier finden noch so. Revelio. Top voll Gold. Das ist schon wieder lustig mit Top voll Gold. Hallo Homora. Die Sound war natürlich. Gut. Oh, Ausrüstungsgegenstände voll, dann müssen wir sie löschen. Hat sich nicht so richtig gelohnt. Revelio. Etage höher. Stufe 3. Hallo Homora. Sehr gut. Ach man, ja, ich weiß, ich muss ein paar Sachen rausschmeißen. Mann, das ist besetzt. Eigentlich hätte ich mal wirklich... Ja, hätte ich schon längst ein paar Sachen rauswerfen sollen, aber... Guck mal, hier haben wir so viele grüne Sachen, ne? Alter Schwede.
das mal. Geht's nicht mehr auf? Habe ich das aufgenommen oder schon da? Okay. Revelio. Hier schreibt ja jemand was. Das ist doch aber auch ein... Da ist einer dahinter. Ah. Revelio. Komm, trink. Lustig, ne? Was alles so gibt. Von hier Seite könnte man es ja gar nicht sehen, aber von hier aus kann man es sehen, also. Ich spreche mit Pippin über das Folgende. Okay. Gehen wir noch eine Tasche höher? Alles mit, was ich hier finde, ne? Das ist das Badezimmer, genau. Revelio. Ah, da drüben. Hier waren wir ja schon, als wir den Dings machen mussten. So kurz eine Höhe. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen ist. Revelio. Das kann ich mir vorstellen. Sehr umständlich. Deswegen machen wir es jetzt ja auch so. Alohomora. Ja. Hier noch ein bisschen rumstöbern und dann können wir uns auch mal eine Quest nochmal widmen. Mhm. Krankenflügel, Anwesen, Heilerin, Schwester Noan Bailey, Patientenname Tasmina McLaggen. Zumindest nehmen wir das an. Ah, okay. Revelio. Mhm. Dann sehe ich schon wieder Schlüssel fliegen da. Ah, schon zu dem Schrank hier, ne? Rebellion. Confrido.
Akio! Oh. Aufschließen. Alohomora! Sehr gut. Viel mehr ist hier gar nicht, ne? Da noch mal runtergehen. Revelio. Cooler Uhrenturm ist das aber hier, aber ja auch nicht. Revelio. Revelio. Okay, hier ist noch so ein Ding. Ach, guck mal, man kann ja bestimmt hier irgendwie... Was ist denn da drauf, auf der Tür? Dieses Symbol? Okay, müssen wir ihn da festhalten. So, hier, was war das Symbol? Das ist okay. Moment. Okay. Muss ich wahrscheinlich genau treffen. Hm, das ist zu spät. Okay, müssen wir nochmal machen, pass auf. Ja, gut aus da. Hier drin. Okay, hier. Nebel. Revelio. Okay, gibt es hier verschiedene Türen, wo man rein muss denn? Vielleicht, oder vielleicht auch nicht. Mal gucken. Gehen wir jetzt mal hier runter. Ganz schwindelig hier runter zu rennen. Guck mal, hier gibt's andere, da gibt's noch ein anderes hier. Ach hier. Revelio. Okay, wir lassen erstmal den Schlüsselding machen hier. Zwar eine Etage höher, rennen wir mal hoch. Nehmen wir auch mal mit, wenn wir den schon haben. Ja. Das war es. So. Gut, und jetzt können wir unten auch noch was machen. Jetzt können wir noch eine andere Tür öffnen, habe ich gesehen, oder? Ist auch eine Tür, aber was steht da denn drauf? Da ist das Symbol drauf. Das sieht aus wie so ein Skorpion. Arresto, Moment! Mal guck mal, pass auf. Ist das dein Ernst? Okay.
Okay, jetzt hat er mich natürlich gesehen, es klappt natürlich nicht mehr. Danke. Revelio. Okay, mehr können wir hier nicht machen. Hier geht's aber noch weiter runter. Hallo Homura. Das können sie wirklich weglassen. Ich finde, die hätten auch kniffliger sein können. Hallo Homura 2 und 3 hätten ein bisschen mehr was haben können, finde ich. Revelio. Oh, nicht identifizierter Objekt. Gucken uns alles an. Alles. Aha. Revelio. Lumos. Okay. Revelio. Levioso. Ich weiß nicht, ich kann aber jetzt gerade da hinten schon den Schmetterling sehen. Also wie kommt man da hin zum Schmetterling? Also ich frage, wenn ich jetzt da rausgehe, ob ich dann auch wieder reinkomme. Müssen wir erst was anderes ausprobieren. Hier, was steht hier drauf? Das Einhorn. Also hier beim letzten. Arresto Momento. Revelio. Die gibt's ja nicht, okay. Okay, vielleicht müssen wir hier raus das Ding holen und das auch Arresto Momento machen bei dem hier. Arresto Momento. Ich habe Pierce konfrontiert und er hat Lumos gestanden. Dieser alte Schlingel. Wir haben uns darauf geeinigt, die Vergangenheit ruhen zu lassen. Kommen Sie doch mal vorbei, wenn Sie das nächste Mal in den drei Besen sind. Ich freue mich sehr, wieder dort zu sein. Ja. Auch? So, jetzt lass mal gucken, welche Quests wir machen wollen. Mal aufdrehen. Im Schatten des Relikts. Das können wir auch machen. Die letzte. Komm, wir machen das mit. Ah, nee, das ist zu hart. Das machen wir erst nächste Runde. Wir machen jetzt gelöst von der Glocke. Flüchtige Begegnung. Rettung von Rokoko und seltener Vogel. Vasenmanöver. Trollbekämpfung. Geht zur Trollhöhle. Ah, lass uns mal den Troll bewegen. Das machen wir jetzt einfach mal. Kriegen wir hin. Ein kleiner Kampf gegen einen Troll. Wieder mal auf da kann ich nie was auszusagen. Wir sind da hoch, ne? Okay. Das ist die meinte, sie könnte mit dem Troll ihr Dorf beschützen, ne? Falsch gedacht, kleine Frau.
Du bist wohl Alexandras Freund. Oh. Bombarde. Arresto momento. Descendo. Komm, spring. Defendo. Defendo. Oh nein, da habe ich mich rechtzeitig geduckt. Es tut mir leid für Alexandra, aber das Dorf musste vor dem Troll beschützt werden. Natürlich. Das kann ich nur voll und ganz verstehen, dass das beschützt werden muss. Gut, fliegen wir zurück zu Yama. Was sollen wir machen, ne? Wir haben meinen Troll gemieden. So. Das war's, Alexandra. Ich habe es getan. Mein Troll? Was? Oh, da fehlen mir die Worte. Danke. Ich wünschte, es wäre anders ausgegangen für ihn. Sie hätten nicht viel tun können. Er wollte nicht hören. Hat die ganze Zeit versucht, mich zu töten. Herrje, gut, dass Sie unversehrt sind. Sehr mutig. Die Leute im Dorf hatten sich schon einen Namen für denjenigen ausgedacht, der meinen... ich meine, diesen Troll besiegen würde. Es war natürlich irgendwas mit Troll. Oh, der Trollflüsterer? Flüsterer? Ja, genau. Das ist wohl jetzt Ihr Name. Ich brauche etwas Zeit für mich. Aber danke, von ganzem Herzen. Oh, keine Ursache. Immer wieder gerne. Hau ich ein paar Trolle in die Fresse. Der Trollflüsterer. Klingt passend. So, er noch so, hat er hast hier du schon den chinesischen Kaukohl an meinen Freund Bernard geliefert? Nee, das wollten wir jetzt auch noch machen. Können wir auch noch mal machen, den Kaukohl. Wenn wir schon mal dabei sind und hier oben sind, dann machen wir das direkt. Ah. Halt, auf Karte finden wollte ich es gerne. Da muss es hin, dann fliegen wir direkt hier hin. Das wird, glaube ich, am einfachsten sein, als wenn wir irgendwas anderes machen. Deswegen lassen wir direkt dahin flattern. Wie es mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Wann kommt er eigentlich mit seinen Verbesserungen? Wir wissen, wann die dritte Verbesserung kommt für mich. Oh, da sind ein paar Ballons, die nehmen wir noch mit. Die Kiste mit chinesischem Kaukohl muss irgendwo hier im Lager sein. Wache! Das Bombarde! Ach, Nora, du rettest jetzt keiner. Descendo! Arresto momento!
Klaus wohl gerne Hippogreife. Willst du? Wir haben ihn vergessen, dass du den Kobold hältst. Protego, Stufe. Ich hoffe, es tut so. Protego! Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Ah, da steckt sie. So. Tierwesen in der Nähe können jetzt. Klar können die das. Ich habe immer noch kein Dings gelernt, fällt mir rein. Kein Abracadabra. Die will ich auch noch haben. Eine Kiste habe ich. Fehlt nur noch die zweite. Achso, warte mal. Das zweite Kiste machen wir gleich auf, aber wir lassen uns einmal hier. Den noch was hast du hier diesmal für mich auf Lager? Ja, machen wir ganz kurz mal. Wenn wir schon hier sind, ne? Alles mit. Repar. Repar. So. Revelio. Er muss noch hier sein. Da. Nee. Das holen wir gleich raus, ist hier, aber. Kurz nach oben. Da. Repar. Merkensprüfungen kriegen mich nicht klein. Sehr gut. Highlight. Highlight. So, warte, hier ist noch ein Tierchen drin. Das nehmen wir mit. Alohomora. Jetzt warte mal kurz. Klack. Und den auf jeden Fall auch. Arresto Momento. Geht nicht? Tiere können nicht gerettet werden. Warum nicht? Nein! Komm schon. Ich will doch nur helfen. Flieg doch nicht weg. Arresto Momento. Das lässt doch schön sein. So. Das glaubt Professor Hau. Endlich ein Wupper, was ist. Ich pass auf dich auf.
So, haben wir die auch. Gut, die brauchen wir nämlich auch, um ein paar Sachen stärker zu machen. Die Federn von denen zumindest. War schon mal gut. So, jetzt ab zum... Geht's noch in der zweiten Kiste, okay. Wo ist denn die zweite? Wo ist denn das? Achso, da, okay, ich seh schon. In den meisten Läden in Hogsmeade kennt man mich. Leider. Ja, muss man außen rumfliegen, scheiße. Da kann ich auch hin beamen. Da ist ein Füllkörper, wir gehen direkt dahin. Ist einfacher, oder? Jetzt also einmal rumfliegen jetzt? Glaube ich zumindest. Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. Jetzt verstehe ich, warum Feldcroft... Ranrocks Anhänger verstecken sich nahe Feldcroft. Sie müssen die andere Kiste mit chinesischem Kaukohl haben. Bombard! Konfringo! Arresto Moment! Gefehl! Protego, Stufe. Du es unnötig in die Welt. Stufe. Konfringo. Gute Entscheidung, wegzulaufen. Guck mal, wer ist der Kobelanhänger? Da vielleicht? Das sind alle Kisten mit chinesischem Kaukohl. Ich sollte Mr. Thistlewoods Freund in Feldcroft aufsuchen. Bring mir ein Dutzend Menschen zum Kämpfen. Ihr erledigt. Komm, trink! Arresto Momento. Protego! Konfringo! Stufe! Tja. Es ist zu spät, um deine Fehler einzusehen. Die Belehrung danach, ne? Diesen Highlight von ihm. So, den Kohl bringen wir jetzt zurück. Und zwar. Ah, direkt nach Feldkopf. Okay, da können wir auch hinfliegen. Wenn ich so weit. Wirkt wie ein nettes kleines Örtchen. Hallo. Geht so. Haben Sie die spezielle Lieferung? Hallo, Mr. NDI. Eddie Thistlewood schickt mich. Ja, er sagte, ich solle Sie erwarten. Haben Sie den chinesischen Kaukohl? Ja, hier sind Sie. Fabelhaft. Das wird viel dazu beitragen, das Dorf vor Ranrocks Anhängern zu schützen. Dieselben Übeltäter, die Sie, wie ich annehme, zusammen mit Rookwoods Leuten abgefangen haben. Feldcroft steht tief in ihrer und Eddies Schuld. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ach, tut mir noch gerne. Was verkaufen Sie? Endlich etwas Verstärkung. Hoffentlich reicht das gegen die Kobolde. Wenn Ihnen gefällt, was Sie gekauft haben, kommen Sie bald wieder vorbei. Hier haben wir die Sachen. Schauen Sie doch gern jederzeit wieder vorbei. Warte mal, wenn wir schon bei Ihnen sind, können wir schon mal unsere Sachen schön, verkaufen, Sie oder? Zu sehen. Sie auch. Was kann ich denn für Sie? Was verkaufen? Wonach steht Ihnen denn heute der Sinn? Nur verkaufen. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Boah, wir brauchen echt eine schnelle Sachen zu verkaufen, ne? Boah. Kommt echt mehr zu lange. Oh, na okay, warte. Okay, das war's. Schauen Sie doch gern jederzeit wieder vorbei. Yes.
Gut, aber das war's auch für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin, tschüppi.